Schön, dass ihr dabei seid. Ich fahre heute mit dem Elektroauto durch Berlin und darf sogar noch lecker essen. Einfach ein absoluter Traumjob, ihr habt es richtig erkannt. Und das Tolle ist, ich habe noch einen ganz tollen Gast, und zwar die Mary von Steel in Berlin. Wir gehen heute lecker essen. Wohin denn? Wir gehen plant-based Burger essen. Einer von diesen neuen Burgern, die aus, ich glaube, Erbsenproteinen sind und schmecken sollen wie Fleisch. Okay. Ich habe es auch noch nicht probiert. Das werden wir rausfinden. Wir werden natürlich über die Themen Elektromobilität reden, Ernährung, vielleicht auch fleischlose Ernährung. Jetzt alles ausführlich. Ja, und typisch Berlin, ne? Kaum ist man aus dem Parkplatz raus oder will man rausfahren, wartet schon nächster. Da sind wir ja eigentlich gleich schon beim richtigen Aber Thema. Aber auch ein Carsharing-Auto. Ja, das stimmt. Das ist auch wieder gut, weil das wollen wir ja, dass die Städte ein bisschen freier werden. Ja. Weniger Autos in den Städten wäre ja schön. Das wäre ja durch Sharing eigentlich möglich. Wie siehst du das so? Das ist so ein komplexes Thema. Ich finde natürlich, Carsharing ist natürlich schon eine gute Sache. Ich verstehe aber auch, warum für viele das eigene Auto durch Carsharing nicht zu ersetzen ist. Hast du selber eigentlich noch ein Auto? Ich habe selber ein Auto, ja. Ich habe ein Auto, es ist ein totales Luxusding. Also es ist totale, also es ist ein Luxus, den ich mir gönne quasi. Mhm. Und das ich halt hauptsächlich benutze, um an Orte zu fahren, an die weder die öffentlichen noch ein Carsharing hinreicht. Aber da haben wir auch schon ein schönes Thema noch. Wir sind jetzt gleich schon so eingestiegen in ja, dieses Thema. Ja, du bist direkt reingesprungen. Ja, ich dachte, wir haben jetzt erstmal einen leichteren Einstieg. Ja, und sofort muss ich mich verteidigen, warum ich ein Auto habe. Du musst überhaupt nichts verteidigen. Also das ist sowieso wichtig. Ich muss es ja vor mir selber verteidigen. Das ist ja das Ding. Ich weiß ja, dass es ein Luxusding ist, was jetzt... Es ist immer gut, wenn man sich hinterfragt mal, aber es ist ja kein Muss. Wir leben ja in einem freien Land. Jeder, der zuschaut, kann tun und machen, was er will. Aber vielleicht erzähl doch mal selber mal was über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich genau? Und was ist Steel in Berlin? Ich lebe seit über 16 Jahren jetzt mittlerweile in Berlin und schreibe über Berlin seit über 13 Jahren schon eben auf Steel in Berlin. Und ich habe angefangen mit so Street-Style-Fotografie. Ich habe während meines Studiums Leute auf der Straße fotografiert, die ich interessant fand. Okay. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das so ein bisschen geändert und mittlerweile schreibe ich hauptsächlich über Restaurants und über Essen in Berlin. Mhm. Weil Berlin sich da in den letzten, ich würde sagen, ja, mittlerweile sind es auch schon wieder so 8 Jahre, sehr gedreht hat und sehr gewandelt hat und da einfach sehr viel passiert ist und ich das sehr spannend finde, auch so ein bisschen als, wie entwickelt sich eine Stadt, wie verändert sich eine Stadt, ist Essen und die Restaurantkultur eigentlich so ein ganz guter, so ganz gute, kann man ganz gut Sachen dran ablesen. Nee. Bist du zum Beispiel Vegetarierin, Veganerin? Ich esse vegetarisch, viel vegan und esse auch vegetarisch, seit ich 13, 14 oder so bin. Hab zwischendrin immer mal wieder Fleisch gegessen, wenn es mich interessiert hat. Und du lebst hat. Noch? Dir geht's gut? Das ist alles Make-up. Die Gesichtsfarbe ist also, alles Make-up. Darunter ist alles total ohne Fleisch blass, zerfallen und blass. Also ich esse ja vegetarisch. Das heißt, ich esse viel vegan und versuche das auch immer weiter zu reduzieren. Also versuche auch Milchprodukte und so weiter zu reduzieren, aber ist nicht komplett vegan. Woher kommt dein Interesse an diesem Thema? An also Essen? So, na ja, ja gut, Essen haben wir schon ein bisschen, aber so allgemein, dass du auch, sag ich mal, das Thema Nachhaltigkeit zumindest als Aspekt betrachtest. Ist das jetzt was, gab es da einen Moment, wo du sagst, so, boah, das hat mich... Die Bing. Ja, kann ja mal sein, dass es irgendwie so ein Schlüsselmoment gab oder hat sich das, war das schon immer ein Teil deines Lebens oder hat sich das entwickelt? Also ich bin groß geworden in der DDR auf einem Bauernhof. Und so richtig auf dem Land, 500 Leute, Dorf und so weiter. Hey, ich auch, aber nicht in der DDR. ja. Und wie sagt man so schön, wir hatten ja nichts. So. Und das heißt, dass ich aufgewachsen bin damit, dass, also meine Eltern selber haben keine Landwirtschaft gemacht, aber mein Onkel, der auch auf diesem, das ist jetzt wirklich so ein riesiger Dreiseitenhof, der war eben Landwirt. Und bin dadurch, dass es in der DDR einfach nicht die Möglichkeit gab, in einen riesigen Supermarkt zu gehen und Erdbeeren im Januar zu kaufen oder du 20 verschiedene Arten von Joghurt hattest, haben wir einfach viel selber gemacht und viel selber angebaut. Das heißt, bis ich ungefähr 10 Jahre alt war, war meine gesamte Ernährung quasi exklusiv regional und saisonal. Da musste das auch nicht bio gelabelt nee, werden, weil das einfach ist so halt, war. Es war halt einfach das Einzige, was du hattest. Ja. Mhm. Und erst dann kamen halt diese Supermärkte und hat dich der westliche Kapitalismus verführt.
Wie fandest du das jetzt gerade bei diesem Veggie, Burger, Fleischersatz, plant-based, geilen Scheiß? Ich fand's, also das Patty an sich fand ich ganz interessant. Das hatte schon so einen rauchigen Geschmack. Die Textur geht so in Richtung Fleisch und so. Es war schon ganz interessant. Aber ja, ich weiß auch noch nicht. Ich muss mir noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie ich das jetzt richtig. Du bist ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil es ist so. Aber es war viel besser, als ich dachte. Ja. Oder? Hattest du vorher hohe Erwartungen? Nee, ich habe gar keine Erwartungen gehabt. Ich würde aber sagen, für mich, ich könnte im Burger auf Fleisch verzichten und das nur noch essen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also fand ich echt richtig lecker. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, es schmeckt wie Fleisch. Aber es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr geil und passt in einen Burger und einem fehlt nichts. Und ist auf jeden Fall total anders als sonstige Veggie-Patties. Ist schon total anders als jetzt so ein normales Gemüse. Mischmasch, was mal angebraten wurde. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Übrigens ist der Laden, in dem wir gerade waren, in Moabit. La Fabrica heißt der. Da könnt ihr unterhalb des Videos mal im Beschreibungstext gucken. Ist er verlinkt? Schaut doch mal nett vorbei. Ja? Und ganz liebe Grüße an den Macher. Ja? Jetzt fahre ich dich noch wohin. Ich will dir nämlich noch was zeigen. Ach, du willst jetzt mal fahren? Jetzt, also erstens will ich jetzt mal fahren. Und zweitens möchte ich dir gerne noch einen Laden zeigen, wo du einkaufen kannst, komplett ohne Verpackung. Das finde ich gut. Machen wir. Okay. Na los. Okay, dann. Jetzt hüpfen wir aber noch mal zu diesem Erlebnis gerade beim Plant-Based. Also Burger. Praktisch im Prinzip dieses ganze Konzept. Ja, wir essen jetzt was ein bisschen nach Fleisch schmeckt oder was Fleisch nachgeahmt ist, es aber im Prinzip komplett pflanzlich ist. Wie findest du sowas grundsätzlich? Grundsätzlich finde ich so Fleischersatzprodukte okay. Es ist nicht was, was mich persönlich wahnsinnig interessiert. Ich hatte es ja schon mal erzählt, ich bin schon so lange Vegetarier. Ich habe diesen Fleischgeschmack so ein bisschen wie vergessen. Und als wir darüber geredet haben, hatte ich, es gibt ja noch andere, die noch fleischiger sind, die richtig bluten und so. Und da hätte ich fast so ein bisschen Schiss vor, das zu essen. Ja, ja. Da wäre ich fast so ein bisschen so, warum will ich das jetzt mit essen? Rote Beete machen das irgendwie, dass das so sozusagen... Ja, der richtig raussifft und so. Und das Ding ist so ein bisschen, ich esse ja auch kein Fleisch mehr, weil für mich... die Verbindung nicht zu kappen ist zwischen dem Stück Fleisch und dem Tier, was eben dahinter steht. Ja, klar. Und dann in diesem Stück Fleisch ist dieses Tier halt irgendwie mit drin. Ja. Und dann, wenn das dann nachgeahmt ist. Aber ich kann total verstehen, dass Menschen das gerne essen und darauf irgendwie Lust haben, weil wir ja alle, zumindest die meisten von uns, wachsen ja mit Fleisch auf. Und Essen ist ja eine ganz emotionale, soziale Sache. Und ich kann total nachvollziehen, wenn jemand dann sagt, oh, ich vermisse einfach Schnitzel oder und es hat ja auch viel damit zu tun, wie du kochst. Gerade jetzt am Anfang, wenn du anfängst vegetarisch zu essen, weißt du, ist es vielleicht so merkwürdig, Gerichte ohne Fleisch zu machen. Wie kriege ich diesen Geschmack da irgendwie rein? Ja, oder überhaupt, wie kriege ich ein vollständiges Gericht hin, ohne dass da ein Stück Fleisch auf dem Teller liegt? Eigentlich müsste man das anders angehen, diesen Shift, diesen Wechsel weg von diesem ganzen Müllfleisch, was ich eigentlich so gar nicht nennen will, weil hinter jedem Müll, oder was sagt man immer, Gammelfleisch, hinter jedem Gammelfleisch steht ein Tier. Ja. Es ist nicht, also das... Genau. Ja. Das ist das Traurige daran. Ja. Also ich finde halt, also ja, ich kann aber auch irgendwie verstehen, dass ich sage mal so dieses, wir wollen beweisen, dass es auch anders geht, hat das auch ein bisschen was davon. Das ist ja wie, wenn, sag ich mal, Tesla oder anderen Elektroautoherstellern vorgeworfen wird, hey, ihr macht jetzt irgendwelche fetten SUVs und da bin ich auch ein Kritiker und sage, hey, man muss jetzt irgendwie keinen Sportwagen elektrisch machen, ja, weil das ist ja auch nicht das richtige Signal. Es geht aber eher darum, dass die dann halt zeigen wollen, hey, guck mal, aber Elektromobilität ist nicht langweilig. Ja. Es geht grundsätzlich und das überzeugt natürlich auch viele. Ja? Also wenn du jemanden, so einen absoluten Überfleisch-Fanatiker, mal so einen Burger in die Hand drückst, und da gibt es auch einige Videos online, und so wie zum Beispiel Beyond Meat, ist ja auch so eine Marke, wie jetzt eben diese Moving Mountains, die ja da ganz stark im Kommen ist und mega im Trend und alle reden drüber, die Aktien schießen durch die Decke. Und da gibt es auch viele, die das probieren, so ein Fleischfreaks und Fans, und die dann sagen, hey, das wäre für mich aber eine Alternative. Du hast mir jetzt hier so ein Glas in die Hand gedrückt, hast auch Gläser in der Hand. Wo sind wir, was machen wir jetzt?
wir gehen jetzt nachhaltiger einkaufen. Denn ein großes Problem, wenn du nachhaltiger leben willst, sind natürlich die Verpackungen. In jedem Supermarkt, in jedem Laden, den du gehst, alles ist immer 5-mal in Plastik verpackt. Und es gibt in Berlin, ich glaube, insgesamt so 3 oder 4 Läden, die versuchen, das zu ändern. Und die bieten ihre Ware komplett unverpackt an. Das heißt natürlich, dass du deine Verpackungen mitbringen musst. Okay. Und das heißt eben nicht, dass wir jetzt da reingehen und neue Verpackungen kaufen, sondern wir haben jetzt einfach alte Gläser schön gereinigt, mitgebracht und gehen jetzt da mal ein bisschen was einkaufen damit. Hast du Lust? Schauen wir uns jetzt an. Ja, unbedingt. Okay, bitte, los geht's. So, als erstes würdest du jetzt hier hingehen und dein Glas abwiegen. Ah, okay. Damit ich natürlich weiß, wie viel ich wirklich ins Glas gefüllt habe. Hier gibt es ja wirklich alle Gewürze, alles in schönen großen Gläsern. Ja? Okay, pass auf. Sieht irgendwie lecker aus. Man sieht auch gleich viel mehr von dem ganzen Essen. Man stellt sich das manchmal so kompliziert vor, aber es ist natürlich mega einfach. Du nimmst einfach dein Glas, hältst das hier unter diese Vorrichtung. Dann machst du hier so viel rein, wie du willst. Geil. Und morgen gibt's Risotto. Fertig. Ja, ich gönne mir jetzt mal so ein paar. Also muss ich jetzt wieder diesen Trichter drauf machen oder geht das auch so? Ich weiß, es kommt drauf an, wie präzise du bist, aber ich kann dir auch einen Trichter geben. Nimm mal besser einen Trichter. So. Ich will mal noch ein paar schöne Cashews. Du bist ganz aufgeregt. Du bist ganz nervös. Hau rein. So. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen wie selber jagen. Ja. Oder? Total. Es ist quasi das Gleiche. Es ist extrem nah beieinander. So. Fertig. Jetzt gehen wir bezahlen. Unverpackt eingekauft. Schön, jetzt bauen wir Effekttasche rein. Wie gesehen, das ist Herbst. Ach, guck mal, das ist gerade so. Ah. Das fällt von Kannst du bitte alleine. In dem Moment filmen, wenn es von alleine runterfällt? Ja. Ich will genau, dass so ein Blatt vor meinem Gesicht vorbeifliegt und ich daraufhin die Abmoderation starte. So, liebe Mary, das war schon mit unserer Tour. Das war schön. Ja? Hat sie Spaß gemacht? Wir sind einmal durch die ganze Stadt gegondelt. Ja, auch durch den Feierabendverkehr, aber da sind wir wieder beim richtigen Thema. Ja. Sharing, Städte brauchen mehr Platz etc. pp. Diese ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, die sollt ihr natürlich unbedingt mit uns diskutieren. Wie könnt ihr das tun? Indem ihr unterhalb des Videos in den Kommentaren schreibt und da können wir uns ein bisschen austauschen zu den Themen. Haben wir ja gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, so muss man was tun. Es sind nur Gedankengänge, Vorschläge. Es ist komplex. Es ist ein komplexes Thema. Schaut doch unbedingt bei dir vorbei. Wie kann man bei dir vorbeischauen? Man findet mich auf stilinberlin.de sowie unter stilinberlin auf Instagram, Facebook, Twitter. Nicht auf YouTube. Doch, jetzt bist du hier im Video mit auf YouTube. Ja. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und jetzt gibt es auch noch eine kleine Nettigkeit von uns. Ich habe mit WeShare hier nochmal richtig was ausgehandelt. Check mal, ja, ist so. Check mal unterhalb des Videos im Beschreibungstext. Da gibt es nämlich 20 Euro für alle, die sich neu registrieren. Aber nur, wenn ihr das mit der App macht, also mobil. Also mobil auf den Link unten tippen. Und wenn ihr über den Link geht, dann bekommt ihr 20 Euro für Neukunden. Ist doch schon mal gut. Damit kommt man ganz schön weit in den Städten. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr in Zukunft wieder mit dabei seid und wenn ihr unten fleißig in den Kommentaren schreibt, dass wir noch mehr solche Videos von dieser Serie machen sollen. Also, liebe Mary, ich würde sagen, ich bringe dich jetzt mal nach Hause. Das ist schön. Vielen Dank. Ja, gerne. Und dann bis bald wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Man macht ja auch jeden Scheiß. Lecker. Mehr ist immer besser.